Eine unstete Körpersprache, unkonventionelle Art zu sitzen und ein ungewohntes Verhalten Staatsoberhäuptern gegenüber. Von wem ist die Rede? Von Elon Musk. Er ist der reichste Mensch der Welt. Er hat einige Firmen gegründet, die die Welt verändert hatten. Zuallervorderst PayPal, dieser Bezahldienst, der heute gang und gäbe ist. Den hat er in frühen Jahren gegründet. Danach hat er SpaceX und Starlink gegründet. Diese Weltraumfirmen besitzen mittlerweile mehr als die Hälfte aller im Orbit kreisenden Satelliten. Und damit kontrolliert er einen Großteil der weltweiten Kommunikation. Bekannt geworden aber ist er mit Tesla, der Elektroautofirma. Mit der hat er eine ganze Industrie verändert. Zuletzt hat er Twitter gekauft. Dazwischen hat er aber auch noch andere Unternehmen gegründet. Und es ist interessant, darüber zu sprechen. Nämlich zum Beispiel mit der Boring Company, also mit seiner langweiligen Firma, wie er sie genannt hat, einen Flammenwerfer. Und vor wenigen Jahren hat er auch einen Roboter konstruiert. Interessant, bei all seinen Unternehmen, in dem Moment, wo er die Investoren an Bord geholt hat, waren die Unternehmen nicht mehr wert als eine Fantasie für die Zukunft. Von wem kennen wir das? Die haben weder Gewinn gemacht noch nennenswerte Besitzungen gehabt. Es war rein eine Fantasie. Auf die Spitze getrieben haben das zwei Präsentationen von ihm. Zum einen hat er vor wenigen Jahren eine Roboterfirma gegründet und bei der Präsentation ist nicht ein Prototyp präsentiert worden, sondern ein Mensch in einem Kostüm hat getanzt. Das hat den Menschen schon gereicht, um als Investoren aufzutreten. Und mit einem Projekt, wo er selber gesagt hat, das ist nur ein Satireprojekt, nämlich mit einer Kryptowährung. Er hat sie Dogecoin genannt. The thing that was made as a joke. To make fun of cryptocurrencies. Es war zeitweise die erfolgreichste Kryptowährung. Wie schafft er es also, Menschen an Bord zu bringen, die nicht mehr von ihm bekommen als einfach nur eine Fantasie? Ist es sein Charisma? Vergleichen wir das mal mit dem Charisma eines Richard Branson, dem Gründer von Virgin, oder Steve Ballmer, hier zu sehen bei der Windows 95 Präsentation. Eine echte Rampensau. Er zieht das Publikum im Bann. Elon Musk ist da eher vom Schlag eines Bill Gates. Er hat nicht diese Ausstrahlung. Das beginnt schon bei großen Firmenpräsentationen. Die werden natürlich bombastisch inszeniert. Und dann tritt er auf und kann diesen Schwung einfach nicht mitnehmen. Welcome to the Cybertruck delivery event. So, Well, welcome everyone. I just want to say I love you guys. Er zieht dieses Bombastische runter. Er hat nicht das Gen einer echten Rampensau. Hier trifft der Recep Tayyip Erdogan den türkischen Präsidenten. Aber um die Macht von Elon Musk zu verstehen, nicht in Ankara, sondern Erdogan reist nach New York, um ihn dort zu treffen. Aber der tut sich nicht viel an. Mit Bomberjacke, nicht mit Anzug. Er nimmt sein Kind mit Little X. Es wirkt alles wie eine Familienfeier, zumindest wenn man Elon Musk anschaut. Alle anderen schwarz gekleidet wie die Pinguine sitzen sie da. Nur Elon Musk tut sich da nichts an. Hier ist er also sehr unkonventionell. Ebenso wie er bei großen Auftritten sitzt. Ja, er fläzt fast da, breitbeinig sitzt er da. Er verrenkt sich ein wenig, einen Fuß auf dem Knie, so dass er dem Publikum und auch dem Interviewer die Fußsohle zeigt, was eigentlich in solchen Situationen unüblich ist. Aber er scheint drauf zu pfeifen. Und dann fällt eines auf, seine Körpersprache ist sehr unstet. Er zuckt sehr oft, die Schulter zuckt, der Kopf zuckt, er zeigt Verrenkungen. I think there are a lot of yeah, all of that. Look. Das alles wirkt sehr instabil. Natürlich weiß ich,
dass er laut eigenen Aussagen Autist ist. Er hat es ja auch bei seinem Auftritt bei der Comedy-Show Saturday Night Live auch zum großen Thema gemacht. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. Sometimes after I say something, I have to say I mean that. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Er sagt, dass er als weltweit erster Autist bei dieser Show auftritt. Und durch meine jahrelange Erfahrung mit Autisten weiß ich, dass einige Elemente seiner Körpersprache nicht untypisch sind. Ich vermeide hier übrigens das Wort Asperger, weil es seit einigen Jahren als Diagnose nicht mehr verwendet wird. Im Übrigen sagt er selber von sich, in seinem Kopf fühlt sich's an, als wüte hier ständig ein Sturm. My mind is often feels like a very wild storm. Und das sieht man eben auch nach außen. Er scheint sich nicht zu kümmern um die sozialen Gepflogenheiten. Er scheint sich auch ein wenig darin zu sonnen, diese Nonkonformist zu sein. Denn das Verhalten Erdogan gegenüber ist nicht auf Autismus zurückzuführen. Da genießt er wohl etwas, dieses Verhalten eben, das so ganz anders ist als alle anderen. Ja, und dann hat das auf die Spitze getrieben, und zwar ist gar nicht so lange her, als er gefragt wurde, ja, wie das nun auf Twitter ist. Immer mehr Unternehmen wenden sich ab, nicht zuletzt deswegen, weil er selber sehr zweifelhafte Postings mit antisemitischem Touch dort geteilt hat und auch selber geschrieben hat. Und was antwortet er drauf? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Auf gut Wienerisch gesagt, geht's scheißen. Nun, da ist er natürlich immer auf Messers Schneide, aber es zeigt eben auch die zwei Faktoren, die seinen Erfolg ausmachen. Sein Charisma ist es nicht. Nummer eins, er hat ein paar Mal riskiert und ist weit über die Grenzen gegangen, was viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer machen würden, und hat groß gewonnen. Das erzeugt einen enormen Sog, zieht Investoren an und gibt ihm Vertrauen. Und jetzt kommt noch etwas Zweites dazu, und zwar sein nonkonformistisches Auftreten, sein unübliches Auftreten ist genau jetzt ein richtiger Unterstützer für ihn. Warum? Er riskiert mehr, er erreicht mehr und zeigt gleichzeitig, er hält sich nicht an die üblichen Normen. Ja, genau das ist dann der Beweis für viele Investoren und für seine Fans, dass er über den Dingen steht. Ein zweites Beispiel aus der Politik ist Donald Trump. Auch er hält sich nicht an die Normen und genau das ist der Beweis, dass er über den Dingen der üblichen Diplomatie, der üblichen Politik steht. Aber Achtung, wenn nur Punkt 1 beginnt zu bröckeln, also wenn seine Erfolge zu bröckeln beginnen, dann wird Elon Musk Punkt Nummer 2 auf die Füße fallen. Dann nämlich wird man sich fragen, wie hat man einmal einem so erratisch agierenden Menschen vertrauen können? Und man wird sich auch fragen müssen, warum haben wir nicht genau hingeschaut? Man hätte vieles davon schon sehen können.